Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Straßenverkehrsordnungs-Challenge. Wir sind immer noch in Chicago. Wir haben noch drei Ziele vor uns. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Was ich auch noch nicht gesagt hatte, ist, glaube ich, dass ich jedes Mal, wenn ich neu starte, dann sozusagen einen Wagen weiter wähle. Also ich starte nicht immer mit dem gleichen Wagen, sondern nehmen dann halt immer den nächsten. Jetzt darf ich ja erstmal Full Speed zu dem Ziel hinfahren, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Und zwar ist das die Tankstelle im Süden von Chicago. Und ja, da fahren wir jetzt erstmal hin. So, der Ton war beim letzten Mal immer noch recht leise. Ich hoffe mal, dass das jetzt etwas besser ist. Ich habe mir jetzt nochmal wesentlich lauter gemacht. Also ich hoffe, dass das hilft. So, wenn mir jetzt hier die Polizei entgegenkommt, dann habe ich ein Problem, weil hier kann ich nämlich nicht ausweichen. Definitiv nicht. So geht's natürlich auch. Ja, jetzt wird es langsam schon etwas ernster, die ganze Angelegenheit. So, das hat jetzt genau so geklappt, wie ich es mir auch gewünscht habe, dass der volle Kanne den wegrammt. Ja, gut. Okay, jetzt sind wir wenigstens gleich bei der Tankstelle angekommen. Das heißt, jetzt beginnt dann gleich wieder der, Part, wo ich wieder vernünftig fahren muss. Oh, Scheiße. Okay, erstmal gucken. Das schaffen wir noch. Da kommen wir noch rüber. Okay, Tennisversteck. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Sowas wie ein Motel oder sowas sieht so aus. Auf jeden Fall ist das ja in der Zwischensequenz zu sehen, beziehungsweise man fährt da ja hin, nachdem man beim Warenhaus gewesen ist, wo wir ja auch noch heute sind. Flüchtet man ja vor der Polizei dahin und dann ja, macht man ja, glaube ich, eine Bekanntschaft mit Jericho, der dann von einem flieht und man landet dann bei Container Island, wo wir ja auch schon waren. Ja, so sieht das aus. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir, da habe ich zu sehr geschnitten. Der wäre wahrscheinlich sonst gar nicht auf mich aufmerksam geworden. Weil ich ja eh hier hätte bremsen müssen. Ja, es ist grün. Grün ist immer gut, würde ich mal behaupten wollen. So, die Polizei ist irgendwo in der Nebenstraße unterwegs. Kiste. So, wir müssen jetzt, glaube ich, auch hier hin. Wir sind beim letzten Mal ein bisschen falsch gefahren. Was sieht der jetzt vor? Der stellt sich jetzt einfach mitten auf die Strecke. Ja, ist klar. Das hier ist nämlich, müsste der richtige Weg sein. Ja, das werden wir dann gleich sehen, wenn rechts irgendwo irgendwann das Dinges kommt. Der Bahnhof kommt, dann müsste es richtig sein. Ja, es ist ziemlich heiß geworden draußen. Ich bin mal gespannt, wie warm es ist, wenn ich das Video dann veröffentliche. Also heute ist Freitag, das heißt, morgen lade ich erstmal den ersten Part hoch. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade Bock auf die Sache und deswegen nehme ich da natürlich dann gerne auf, alle 2 Tage. Also anderen Tag spiele ich Dinges, oder spiele ich Panzergeneral.
Aber ich werde dann jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn ich jetzt mit Chicago fertig bin, auch mal wieder ein paar Szenarien aufnehmen für die Kampagne. Da kommen wir noch drüber. Aber leider ist die Endstation. Okay. Filoni. Das ist ganz schön frech, was hier abgeht. Damit ich die Kampagne dann irgendwann mal hinter mich bekomme und wenn ich die Kampagne hinter mich bekommen habe. Mein Gott. Frank schlingert aber auch mehr als meine Mutter, ey. So. Zack. Wenn ich die Kampagne fertig habe, dann ja, reicht es auch erstmal mit dem Thema. Ja. Also macht mir jetzt nicht allzu viel Spaß, weil es halt einfach keinerlei Herausforderung ist. Der schiebt mich die ganze Zeit, da habe ich keine Probleme mit, dann komme ich wenigstens schnell voran. Okay, das ist jetzt ein bisschen frecher. Ich glaube, ich fahre jetzt aber trotzdem mal, auch wenn da eine rote Ampel ist, ein bisschen weiter. Weil sonst kommt gleich nachher noch ein Polizeiwagen und das wäre schlecht. So, okay. Gib mir mal deine Kiste, bitte. Toll, der fährt einfach weiter, so ein Arsch. Dann möchte ich gerne mal dein Auto haben. So, tue mich natürlich hier vorschriftsmäßig links einordnen. Jetzt sehe ich leider nicht. Okay, die Ampel ist grün. Ja, jetzt ist sie wieder rot, deswegen kann ich jetzt fahren. Oh, geht hoch. Ja, Surprise, Surprise. Ja, morgen treffe ich mich wieder mit Thorsten. Dieses Mal allerdings nicht bei mir. Das heißt, das wird nichts mit einem weiteren Co-Video. Fahre nach Bonn. Und dann hoffe ich, dass das Wetter einigermaßen hält und dass es dann nicht morgen da schwer kracht. Weil bei der Hitze, und wenn es dann nur noch 25 Grad am Sonntag sein sollen, dann kann man ja schon damit rechnen, dass es wahrscheinlich ordentlich kracht morgen oder spätestens Sonntag. Nummernschilder kann man aber überhaupt nicht erkennen hier in dem Spiel. Also gut, man kann jetzt auch nicht irgendwie ranzoomen, aber da ist auch überhaupt nichts zu erkennen. Also einfach nur irgendwelche Pixel da drauf gemacht wahrscheinlich. So, ja, das ist schön, dass du Schnarchnase jetzt endlich weg bist. Das heißt, dich kann ich jetzt auf jeden Fall überholen. Oh, nein. Ja, du bist jetzt mal hier ganz still, mein Freund. Ich muss mich leider da einsortieren. Ja, ist klar. Habt ihr das gesehen? Der hat ihn einfach volle Kanne weggerammt. Und das auch noch von einem Schulbus. Ja, ist klar. Okay, ja, hier ist das. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf der linken oder auf der rechten Seite sah. Auf jeden Fall hier ist es. Jetzt muss ich leider nur kurz drehen. Aber ist egal. Nee, das heißt, ist nicht egal. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich nach zur Ukrainian Church komme. Das sollte ich am besten drehen. Oh, da ist die Polizei. Drehen. Und dann links die Straße immer geradeaus und dann, wenn sie mal weiter geht, rechts und dann die erste links war es, glaube ich, irgendwie so. Oh, das tut mir jetzt leid, das war jetzt mal mein Versehen. Da habe ich jetzt.
jetzt mal ein Verbrechen begangen oder eine Straftat begangen. Oder besser gesagt, einen Unfall verursacht. Eine Straftat ist es ja jetzt nicht unbedingt. Das wäre jetzt nur, wenn es Absicht von mir gewesen wäre. Ja, du bist aber auch so richtig leidenschaftlich Polizist. Du bist so ein leidenschaftlicher Polizist. Das ist nett. Das ist auch nett, dass du auch noch gegen die Ampel fährst, weil du so dumm bist. Ja, was haben die hier eigentlich schon wieder vor? Ja, du kriegst die Kurve sowieso nicht mehr, deswegen kannst du mir gleich mal deinen Wagen geben. So. Die Gold Coast, die Goldküste. Ob es da wohl auch Gold gibt? Weil da gerade irgendwo rechts steht zumindest da hier auf dem Stadtplan drauf, auf der Map. So, ja. Ansonsten gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ja gut, ist natürlich kein Wunder, wenn man alle zwei Tage mal ein Video aufnimmt. Vielleicht sollte ich das echt ein bisschen mehr mixen mit Panzergeneral, weil da kann ich sowieso nicht off-topic labern. Das ist so. Der ist jetzt aber auch gerade schnell zur Ampel nach vorn gefahren gekommen. Habt ihr das gesehen? Da dachte ich eigentlich, der fällt jetzt bei Rot drüber. Aber nee, war nicht. Am lustigsten, das werdet ihr auch noch sehen, ist, finde ich immer noch diesen Bug. In Las Vegas ist es nämlich so, dass die bei Rot... Ja, du bist auch ein Witzbold. Ja, und dann biegt er auch noch links ab, ja. Also das ist ja wohl, also... Unfassbar. Also solche Leute, die würde man in Deutschland sofort aus dem Straßenverkehr entfernen. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, dass die Autos in Las Vegas bei Rot, weiterfahren und bei Grün stehen bleiben. Da werde ich mich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal drüber aufregen. Gut, ich hätte den jetzt eigentlich auch vorlassen sollen, rein theoretisch, aber da habe ich echt keinen Bock drauf, weil wenn der jetzt nicht abbiegt, sondern geradeaus weiterfährt, dann habe ich den die ganze Zeit vor mir, den Schnarchbär da vorne. Aber es ist ja nicht mehr allzu weit. Okay, da hätte ich jetzt wahrscheinlich noch drüber gekonnt. Das ist dann vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Ich überlege gerade, sind das, nee, das sind glaube ich mehr als zwei verschiedene, nee, hier ist wieder was anderes. 4, 5. Aber allzu viele verschiedene Menschen haben wir hier nicht dargestellt. Das war so klar. Das war so klar, das war jetzt echt mit Ansage, dass das jetzt passiert. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Zugbrücke unten ist, weil ansonsten könnte das etwas schwierig für mich werden. Der Vorteil ist allerdings, hier fahren ja keine Autos, das heißt, hier kommt die Polizei auch nicht hin. Hier steht, kann höchstens mal eine Polizeisperre oder sowas stehen, aber das ist glaube ich nicht so, dass hier Polizei von vorne kommen kann, weil es keine, sag ich mal, befahrene Straße ist. So. Lollfaut. Ja, okay, das ist natürlich problematisch. Okay.
Okay, ja, ich sollte jetzt sowieso den Wagen wechseln, weil da hinten ist, wartet schon die nächste Polizeisperre auf mich. Man hört sie sogar. Mal gucken, ob wir sie sehen können. Natürlich nicht. Ja, die Fernsicht in dem Spiel ist echt nicht gerade berauschend. Und auch so dieser Hintergrund, dieser gemalte Hintergrund, da mit diesen ganzen Skylines und so, dabei gibt es da hinten gar keine Hochhäuser mehr. Finde ich auch ein bisschen witzig. Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich wieder in den Wagen einsteige? Dann habe ich wahrscheinlich wieder Verbrechen. Okay, das finde ich jetzt echt witzig. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die Polizei dann da hinkommt und... okay, hier ist eine Polizeisperre. Da hinkommt und den Wagen schrottet. Jetzt hat sie sich aber dabei auch selber noch geschrottet. Ja, das war jetzt recht amüsant. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir jetzt am besten hier weg. Man kann sich leider keinen Wagen aus der Polizeisperre rausklauen. Das funktioniert leider nicht. Was hast du da eigentlich in der Hand? Jetzt rennt er weg. Ah, guck mal, ich kann die Polizisten erschrecken. Ah, ich erschrecke euch alle zu Tode. Ah, ja, rennt weg. Rennt weg. Ich bin Godzilla, Chuck Norris und weiß Gott wer. Was ist das denn? Was ist das denn? Diese Bugs. Dieses Spiel ist so verbuggt, ey. Unfassbar. Unfassbar, was hier abgeht, ey. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal. Machen wir uns auf den Weg zur Ukrainian Church. Da sind wir jetzt relativ schnell da und der Rückweg dann zum Warenhaus geht zum Glück recht schnell, weil wir dann über die Autobahn fahren können. Zumindest das größte Stück. Ja, also in 3 Versuchen werden wir dann höchstwahrscheinlich die erste Stadt Chicago durchbekommen. Dann kommt Havanna, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe das früher schon so privat manchmal gemacht, dieses Spielchen. Da hatte ich allerdings für jede Stadt mehr Ziele mir aufgeschrieben gehabt. Ich werde also in jeder Stadt ein paar Ziele rauslöschen. Nur so, sage ich mal, die wichtigsten nehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil das sonst einfach zu lange dauern würde. Und wenn er nachher irgendwie, was weiß ich, da das irgendwie ein Part dann immer 1,5 Stunden dauert oder so, das würde sich auch keiner angucken. So, genau, da hinten seht ihr schon Village. Das Ukrainian ist noch nicht in Sichtweite, das steht nämlich da drüber. Und da ist nämlich auch die Kirche, jetzt wollte ich schon losfahren, weil der gehupt hat, aber ja. Ja, das ist auch so eine Sache, die hupen ja einfach immer. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich jetzt zu schnell gefahren, okay? Wie schnell darf man hier fahren? Schrittgeschwindigkeit oder was? Mann! Der Wagen, der hat auch immer. Der braucht immer 10 Lichtjahre, bis er mal loskommt, ey. Mein Gott, ich will da rein. Jetzt lass mich da rein, du Arsch. Arschgebote Missfixsau. So, okay. Also hier ist die Kirche und was ist das hier? Wahrscheinlich sowas wie so ein Bürgerzentrum oder irgendwie sowas. Okay, das war jetzt ein bisschen knapper, aber immerhin haben wir jetzt auch Ukrainian Church geschafft und wir können uns dann jetzt zum Warenhaus begeben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten fahre.
Ja, am besten jetzt dann ja immer der Straße folgen, dann rechts abbiegen und dann ja kann ich dann auf die Autobahn fahren. Nach einer Zeit. Das ist auch was, was ich nicht. Ja, okay. Jetzt ist hier die Kacke am Dampfen. Jetzt der fällt jetzt nicht mehr los, wahrscheinlich. Wir müssen es wahrscheinlich überholen. Wäre auch gar nicht mehr vorbeigekommen. Weil der Feuerwehrwagen nicht um die Kurve kommt. Das ist auch sehr intelligent. Muss immer wieder dran denken, dass man ja mit Dreieck die Handbremse aktivieren kann. Das vergesse ich immer. Weil ich habe dann das Problem irgendwie, dass ich dann manchmal noch ein bisschen nach vorne oder zurück rolle oder so. Und so kann man das ja umgehen. Weil schon dunkelorange, wo ich jetzt noch drüber gefahren bin. Dunkelorange bis hellrot. Ja. Du bist auch ein Hurensohn, ey. Fährt der langsamer als meine Oma mit 90 Jahren oder was Dinges hier gelaufen ist, ey. Um da einzuparken. Kann ich wohl echt mal ein bisschen Gas geben. Ist ja wohl echt nicht zu viel verlangt. Ja, we've lost him. Ja, wieso wohl? Weil ihr einfach so brutal seid. Und nicht klug. Aber deswegen macht das Spiel halt auch Spaß. Weil man hier die Polizei so gut verarschen kann. Okay. Ganz anders als bei Driver Free, wo die Polizei einfach viel zu OP ist. So, jetzt haben wir mal ein bisschen freie Fahrt, das ist ganz schön. Okay, jetzt ist leider die freie Fahrt je gestört. Der fährt dagegen. Der fährt da durch, okay, lol. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, es geht weiter. Ja, wenn du mich auf die Gegenfahrbahn schiebst, dann ist das nicht meine Schuld, Polizist. Das muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen. Festgefahren, das ist doch wirklich. Ich will da rein, du blöder Hurenscheißbulle. Geh mir nicht auf den Senkel. Sag mal, was bist du für ein dummes Schwein, ey? Ernsthaft? Ach, da. Da ist der nächste Polizist am Start. Ich fürchte, das wird jetzt mein Tod langsam sein. Spätestens, wenn jetzt gleich ein weiterer Polizist kommt. Boah, das war in allerletzter Sekunde. Eine Sekunde später und der hätte mich gesehen gehabt. Das war richtig knapp. Und das wäre es dann wahrscheinlich gewesen für mich. Ja, okay. Das wäre jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich jetzt echt keine Lust, dann extra wegen dem Warenhaus da nochmal loszulegen. Also, ich finde, das könnte jetzt dann wirklich mal in einem Rutsch die drei Ziele klappen. Das ist jetzt ärgerlich für dich, Polizist, dass du da nicht mehr runterkommst. We've lost him. Ja, so heute waren da schon echt einige lustige Bugs dabei. Oder einige lustige Szenen. So, der ist irgendwo oben unterwegs. Das heißt, der wird uns auch keine Schwierigkeiten machen. Filoni und Mahoney. So.
Okay, jetzt haben wir gleich, Bekanntschaft mit einem Polizisten, aber wir sind auch gleich da. Das ist nicht mehr allzu weit. Jetzt hat gerade das Spiel wieder kurz gehakt. Wieso kriege ich eigentlich Verbrechen, wenn der mich schiebt? Da kann ich doch wohl nichts für. Scheißegal, ich fahre jetzt kurz da rein ins Warenhaus und dann ist alles gut. So, hier, komm, zack, die machen wir kaputt. Okay, ja, das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Mache ich noch mal ein bisschen Unsinn. Kann man hier auch irgendwo ertrinken? Nee, kann man nicht. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ja, beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit Havanna. Fängt die zweite Stadt an. Beziehungsweise ich will ja immer ein bisschen abwechselnd aufnehmen. Das heißt, das nächste Video wird dann wieder Panzergeneral sein. Okay, also bis denn. Ciao, ciao.